Der Titel der heutigen Podiumsdiskussion lautet Umkämpfte Demokratie. Sie ist Teil der Veranstaltungsreihe Der utopische Raum im globalen Frankfurt. Als HMF freuen wir uns sehr über diese Kooperation. Die Initiative Der utopische Raum ist eine Kooperation von drei Partnern. Das sind die Stiftung Medico International, vertreten durch Thomas Gebauer und Ramona Lenz. Willkommen, sehr herzlich, Ramona. Das Institut für Sozialforschung, vertreten durch Sidonia Blättler und Felix Trautmann. Auch er ist hier, herzlich willkommen, und wird die Podiumsdiskussion moderieren. Die Frankfurter Rundschau, vertreten durch Stefan Hebel. Herzlich willkommen. Schließlich möchte ich dem Museumsteam für die Konzeption, Vorbereitung und Organisation des Rahmenprogramms zum Stadtlabor Demokratie gratulieren. Denn diese ist nur eine von sechs Veranstaltungen. Vielen Dank vor allem an Susanne Gesser und Angelina Schäfer und alle anderen Beteiligten. Soweit von meiner Seite. Ich übergebe das Wort an Ramona Lenz, Sprecherin der Stiftung Medico International, Mitglied des Utopischen Raums sowie Vorstandsmitglied der Global Assembly. Sie übernimmt die weiteren Vorstellungen. Herzlichen Dank und uns allen einen interessanten Abend. Danke. Vielen Dank, Karin. Ja, herzlich willkommen. Karin Berjo hat schon den Utopischen Raum kurz vorgestellt und auch mich vorgestellt. Vielen Dank dafür. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir seit 2019 organisieren. Sie findet normalerweise im Medico-Haus am Frankfurter Osthafen statt. Jetzt zum ersten Mal hier im Historischen Museum. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Gastfreundschaft. Frau Berjo, Frau Schäfer und Frau Gesser waren maßgeblich beteiligt, sicher auch noch viele andere. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Das freut uns sehr, mal in diesen Räumlichkeiten eine Veranstaltung zu haben. Die diesjährige Reihe des Utopischen Raums findet im Zeichen der Global Assembly statt. Vielleicht haben einige von Ihnen das mitbekommen. Im Mai diesen Jahres hat in der Paulskirche eine globale Versammlung stattgefunden mit über 40 Aktivistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen aus aller Welt, die wir, der Utopische Raum und andere Organisationen eingeladen haben, um nach Frankfurt zu kommen und hier zum 175. Jahrestag der ersten Nationalversammlung über Demokratie, Menschenrechte in der globalen Dimension zu debattieren. Diese Leute werden im nächsten Jahr wieder nach Frankfurt kommen. Es werden weitere dazukommen im März 2024 und werden die Diskussion wieder aufgreifen und fortsetzen. Und diese Veranstaltungsreihe überbrückt quasi die Zeit dazwischen und greift Themen auf, die auf der Global Assembly zu Wort kamen. Das war vor allem das Thema Autoritarismus. Und damit würde ich eigentlich auch direkt an Felix übergeben, der hier heute Abend, Felix Trautmann vom Institut für Sozialforschung, die Moderation übernimmt. Ja, schönen guten Abend. Auch ich darf alle hier im Saal begrüßen und insbesondere unsere drei Gäste, die ich Ihnen gleich noch mal ausführlicher vorstellen werde. Utopien brauchen konkrete Orte, um eben auch Raum zu greifen. Und insofern auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir heute hier im Historischen Museum sein können. Das Stadtlabor, also auch die Initiative dahinter und ihre Ausstellung, bilden nicht nur eine naheliegende inhaltliche Verbindung zum utopischen Raum, sondern sie tragen eben auch, wie die aktuelle Ausstellung zum Versprechen der Demokratie eben unter Beweis stellt, dazu bei, neue Formen des demokratischen Diskurses zu entwickeln und zu erproben. Wir wollen heute über die umkämpfte, also auch die gefährdete oder bedrohte Demokratie sprechen und vorweg ein paar kurze Überlegungen und Fragen hierzu, bevor ich dann gleich das Podium nach oben bitten werde. Worum geht es genau? Im Vorlauf zur eben genannten Global Assembly im kommenden März und zugleich in der Fortsetzung der Diskussion, die wir in der Reihe des utopischen Raums führen, haben wir ausgehend vom Paulskirchenjubiläum und dem Revolutionsjahr 1848 versucht, eine kosmopolitische Perspektive auf demokratische Praktiken und Versammlungen zu entwickeln. Zugleich die Frage des Rechts, also der sozialen Rechte, Grundrechte, Menschenrechte, aber auch der Rechte der Natur etc. nachzugehen und sie zu aktualisieren. Und insofern ist das Bild zu der Veranstaltung heute, das Sie vermutlich alle gesehen haben, also die Paulskirche, neu ausgeleuchtet als transparentes Glashaus,
sicherlich ganz stimmig. Doch die Frage der Demokratie und ihrer Grundlagen oder Voraussetzungen lässt sich eben nicht verstehen, ohne auch die Frage der Rechten, genauer der rechten Bedrohung der Demokratie zu stellen, wie sie unter dem Stichwort des Autoritarismus nur sehr grob zusammengefasst werden kann. Die Demokratie als politischer und gesellschaftlicher Horizont ist zwar fest institutionell etabliert, aber eben keineswegs eine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer. Nicht nur musste die Demokratie in ihren revolutionären Anfängen gegen die alte Herrschaft, also gegen ihre damaligen Feinde und Gegner errungen werden, zugleich und immer wieder ist sie mit neuen und neuartigen demokratiefeindlichen, antidemokratischen Kräften konfrontiert. Demokratie ist insofern kein Gebäude, das einmal aufgestellt stehen bleibt und im Glanze seiner Gründungsidee erstrahlt. Sie ist keine Verfahrensweise, die sich durch ihre Institution allein schon erhält, sondern eben wesentlich eine Praxis, gelebte Praxis über die politischen Institutionen hinaus. Und im Mittelpunkt unserer Diskussion heute Abend steht vor diesem Hintergrund eben die Frage nach den Ursachen für die Ausbreitung nationalistischer, identitärer und antidemokratischer Ideologien, die sowohl Manifestation einer Bedrohung sind, aber eben auch vor dem Hintergrund des wie auch immer eingelösten oder eben nicht eingelösten Versprechens der Demokratie analysiert werden müssen. Daraus ergibt sich eine erste Irritation bezüglich des Titels, also die umkämpfte Demokratie, wonach diese Diagnose des Umkämpftseins eben die Perspektive der Verteidigung gleichsam aufdrückt. Was aber genau wird verteidigt? Wer wehrt sich hier gegen wen und wie? Diese militärische Metaphorik, die ich nicht weiter vertiefen will, lässt zudem offen, ob sich die Verteidigerinnen überhaupt alle so einig sind. Offen ist auch die Frage, ob Gefährdungen selbst immer von konkreten Parteigängern des Autoritarismus ausgehen und wie genau etwa kapitalistische Dynamiken, Machtstrukturen sowie andere gesellschaftliche und kulturelle Prozesse eine ganz eigene Gefährdung für die Demokratie darstellen. Anders gesagt, die Gefährdungslage und die Bedrohung sind selbst vielseitig und darin nicht einfach zu fassen. Festhalten lässt sich immerhin, dass es offenbar etwas zu verlieren bzw. etwas zu verteidigen gibt. Und zweitens, dass das zu Verteidigende vermutlich nicht das Bestehende, also auch nicht der Status quo sein kann. Was stattdessen, das werden wir hoffentlich später auch gemeinsam diskutieren. Ein weiterer Ausgangspunkt des Gesprächs heute Abend bezieht sich auf die Frage, über wen wir eigentlich sprechen. Und vielleicht mehr noch, wer durch wen hier eigentlich und wer in welchem Maße im Zuge der vielfältigen Krisen und Bedrohungen der Demokratie gefährdet wird. Wir sollten nicht den Fehler machen, das Idyll einer ungefährdeten, nicht umkämpften demokratischen Gesellschaft zu zeichnen. Ebenso verengt wäre das Feld der Analyse, wenn es sich auf parteipolitische Akteure beschränken würde und allein anhand von Wahlergebnissen und Prognosen den Status der umkämpften Demokratie ausmacht. Sie merken, die Gefahr, die wir Autoritarismus nennen, ist für die Analyse und Kritik zunächst noch relativ unbestimmt. Die Aufgabe, sie zu füllen und zu konturieren, lässt sich gleichwohl auch nicht alleine bewerkstelligen. Ich freue mich daher, diesen Begriff und die ganze Bedrohungslage, die damit verbunden ist, gleich zusammen mit unseren drei Gästen, die alle zu diesem Thema forschen, genauer in den Blick zu nehmen. Und genau, daher bitte ich euch drei jetzt auf die Bühne und werde euch dann dort nochmal ausführlicher vorstellen. Ihr nehmt euch Wasser. Ja, ich hoffe, man kann uns gut sehen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Prinzip der alphabetischen Ordnung heute verfolgen. Insofern beginne ich bei der Vorstellung gleich neben mir mit Brigitte Bargetz. Mit den Vornamen, entschuldigen, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Dass wir schon beim Du sind mittlerweile und ich hoffe, Sie verzeihen, wenn wir das auch durchhalten hier oben. Brigitte, ich hoffe, du bist jetzt nicht überrascht, dass du die Erste.
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Kiel und zugleich an der Wirtschaftsuniversität in Wien. In Kiel koordiniert sie das internationale Netzwerk für Populismusforschung und in Wien leitet sie ein Projekt mit dem Titel Neue Mitleidsökonomie und affektive Staatlichkeit. Da geht es um Freiwilligenarbeit im Kontext von Lebensmitteltafeln und Sozialsupermärkten. Sie hat ein Buch, was in der in Richtung Abschluss ist, auf das ich mich sehr freue, denn es hat auch sehr viel mit der Frage heute Abend zu tun und hat den zumindest vorläufigen Titel, vermute ich, Eine politische Grammatik der Gefühle und basiert auf ihrer Habilitation. Herausgegeben hat sie zudem zum Thema passend mit Paula Diehl den Band The Complexity of Populism, New Approaches and Methods, was auch im Erscheinen ist. Dann durchbreche ich die Logik und mache einfach jetzt die räumliche Logik. Neben ihr sitzt Günther Frankenberg, er ist Inhaber der Professur für öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität hier in Frankfurt. Als Seniorprofessor habe ich sie auch gefunden, aber das mal beiseite. Interessant ist seine Forschung, die eben auch für unser Thema heute relevant ist, im Bereich der unter anderem der Staats- und Demokratietheorie, aber eben auch der komparatistischen Erforschung von Rechtssystemen und Verfassungskonzeptionen. Ich möchte kurz zwei Bücher nennen. Zum einen das mit dem sehr passenden Titel Autoritarismus, verfassungstheoretische Perspektiven aus dem Jahr 2020. Und als Herausgeber gemeinsam mit Wilhelm Heidmeier, bekannt auch als Autoritarismusforscher, den Sammelband Treiber des Autoritären, Pfade und Entwicklungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, erschienen im letzten Jahr. Zu guter Letzt Caroline Amlinger. Sie ist Assistentin, heißt es in der Schweiz, also auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Basel und war dort lange Jahre Teil des Forschungsprojekts Halbwahrheiten, Wahrheit, Fiktion und Konspiration im postfaktischen Zeitalter, in Anführungsstrichen. Ihre Forschung liegt im Bereich der Literatursoziologie und hier möchte ich ein Buch nennen, das auf der Dissertation beruht und den Titel trägt Schreiben, eine Soziologie literarischer Arbeit, erschienen 2021, sowie zuletzt gemeinsam mit Oliver Nachtwey das Buch Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Und auch darüber werden wir heute sprechen. Zum Vorgehen vielleicht so viel. Wir haben eben vereinbart, zwei bis drei Fragerunden hier oben erstmal zu machen und werden dann aber relativ bald auch für Fragen aus dem Publikum öffnen. Also halten Sie Ihre Fragen, Kommentare bereit. Es gibt Saalmikrofone. Und wir freuen uns auch darauf, das Gespräch zu öffnen. Zunächst vielleicht mal eine doch sehr grobe Frage zu Beginn des Gesprächs, nämlich die Frage danach, was ihr eigentlich jeweils unter Autoritarismus versteht. Das ist mit den Ismen ja immer so eine Sache, aber vielleicht könnten wir sozusagen mit Beginn das Gespräch, indem ihr alle die analytische Perspektive, die Diagnose nochmal benennt, die ihr für euch für dieses Thema gewonnen habt. Das betrifft natürlich die Frage, wie der Erfolge des Autoritarismus oder der Autoritarismen, der Akteure, aber eben auch so der Titel des eben genannten Bandes, also die Frage nach den Treibern des Autoritarismus. Das heißt, irgendwie auch die Frage, wer ist eigentlich autoritär, wer denkt autoritär, wer fühlt autoritär, wer reagiert autoritär. Also in dieser Hinsicht würde ich gerne so eine erste kleine eröffnende Runde machen, bei der ihr auch ein bisschen weiter ausholen dürft. Und wer möchte beginnen? Caroline. Wunderbar. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellungsrunde, Felix. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Und direkt zum Selbstverständnis des Autoritarismus oder die Art und Weise, wie wir Autoritarismus erforscht haben, Oliver Nachtwey und ich, da haben wir vielleicht eine Perspektive, die
die man vielleicht nicht unmittelbar mit Autoritarismus verbindet, denn wir haben begonnen mit der Forschung in sozialen Bewegungen. Das heißt, wir haben mit unterschiedlichen Personen gesprochen, die sich selbst eigentlich als linke, aufgeklärte Menschen verstehen, aber entweder Sympathien für die AfD haben oder beabsichtigen, die AfD zu wählen, oder aber eine starke Neigung zu Verschwörungstheorien aufweisen. Und das hat uns sehr verwundert, wie das zusammengehen kann. Also dass Personen, die sich selbst nicht als autoritär verstehen, aber eben autoritäre Neigungen aufweisen. Und wir haben so im ersten, ja, ich glaube, das war so das erste Pandemiejahr, haben wir uns zusammen jetzt als draußen die Querdenken-Proteste bei uns in der Schweiz, ja, genauso wie bei Ihnen in Deutschland, dann durch die Straßen gezogen sind und haben versucht, diese Bewegung ja zu fassen. Und wir haben auch lange hier in Frankfurt am Institut für Sozialforschung geforscht und gearbeitet. Es lag nahe, dass wir uns da stützen auf die Studien zum autoritären Charakter von Theodor W. Adorno und seinem Forscherteam. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Sie kennen die Studie vom Namen sicherlich, aber das war eine Studie, die ist Mitte der 40er Jahre im kalifornischen Exil entstanden. Und da stellte sich das Forscherteam die Frage, wie kann es sein, dass in demokratischen Gesellschaften überhaupt eben ja, autoritäre Persönlichkeitsdisposition entwickelt werden können. Das heißt, die ForscherInnen gingen hier sehr tief und sprachen eben von einer autoritären Persönlichkeit, ne? Nicht unbedingt von Einstellungen, von politischem Wahlverhalten, sondern man wollte eben einen Innenblick in die inneren, auch psychischen Funktionsmechanismen erhalten. Und prominent wurde eben ein Fragebogen, der mit Hilfe einer sogenannten F-Skala entwickelt wurde. Ne? Das war die sogenannte Faschismus-Skala, auf der wurden eben über unterschiedliche Fragen dann autoritäre Dispositionen erforscht. Das waren eben auf der F-Skala waren solche Punkte, die Ihnen auch bekannt sind, wie autoritäre Unterwürfigkeit unter eine Führerfigur, ne, das ist so das, was man am ehesten unter einer autoritären Person versteht, oder Wertkonventionalismus, aber auch autoritäre Aggression, Zynismus und Machtdenken. Da sind noch ein paar andere Merkmale drauf, die ganz interessant sind, wie zum Beispiel eine Abneigung gegenüber Sensibilität. Das ist das, was wir auch oft gefunden haben in der Abneigung gegen Transgender oder geschlechtergerechte Sprache. Ne? Da findet man das dann heute in aktualisierter Form wieder. Oder aber auch eine Neigung zu Esoterik. Da sind wir dann bei den Querdenken-Protesten. Also da sieht man so, okay, also da gibt es schon so erste Überschneidungspunkte, und wir haben ja qualitativ geforscht und haben Interviews geführt, einerseits eben mit Personen aus dem Querdenken-Milieu und andererseits mit Personen, die eben aus sozialen Bewegungen gekommen sind und dann eben zur AfD gewechselt sind. Und bei allen war sehr stark ausgeprägt, dass sie eine sehr, wir haben es genannt, libertäre Einschätzung über sich selbst haben. Deswegen haben wir auch sozusagen den Begriff des libertären Autoritarismus entwickelt, als eine Nebenform zu dem klassischen Autoritarismus, wie die Frankfurter Schule ihn entwickelt hat, den sie damals aber auch schon in ähnlicher Form beobachtet haben. Damals hieß das noch die Rebellen, ne? Also die gab es dort auch. Und die haben eben jede Form von Autorität abgelehnt, ne? Also diesen Querulanten, der subversiv gegen alles, was von oben kommt, intrigiert. Den Ding so als historische Figur. Und der war eben bei uns in der Forschung, in den Gesprächen sehr präsent, dass jede Form ja, der über sozialen Übereinkunft, des sozialen Miteinanders abgelehnt wurde, zugunsten eines sehr negativen Freiheitsbegriffs, das sehr stark war eben auf ja, erst einmal eine, damals in der Pandemie natürlich, Bewegungsfreiheit, aber auch eine tiefere Form von Selbstbestimmung, Autonomie und Selbstverwirklichung. Und da sieht man, dass die
Ne? Das sind natürlich auch die Personen, mit denen wir gesprochen haben, die kamen eben auch aus politischen und sozialen Milieus, für die Selbstverwirklichung, Authentizität und Selbstbestimmung ganz zentrale, auch politische Werte waren. Ne? Das waren politische Ziele, die man in den 1970er Jahren dann durchsetzen wollte und die nun aber in ein autoritäres Fahrwasser geraten sind, weil nämlich die Personen gegen all jene, die das Freiheitsrecht einschränken, wirklich derart aggressiv dann vorgegangen sind, das angefeindet haben, dass wir sozusagen dazu übergegangen sind, zu sagen, okay, das ist eben auch eine Form von Autoritarismus, aber eben eine libertäre Form. Hinzu kommt eben, dass wir ganz viele Ausprägungen auf dieser sogenannten F-Skala, die ich gerade eben kurz erläutert habe, dort wiedergefunden haben. Das Einzige, was eben gefehlt hat, ist eben die Identifikation mit einer Führerfigur, die fehlte und eben auch nicht so ein starrer Wertkonventionalismus, weil man sich selbst schon sehr stark dann als individuelle, auch als eine sehr kritische Person wahrgenommen hat. Und es war eben unser Versuch, so ein bisschen die Studien zum autoritären Charakter weiterzudenken, weiterzuentwickeln, weil damals auch schon die Gruppe um Adorno meinte, naja, unsere Theorie hat natürlich einen Zeitkern. Ne, die ist in den USA entstanden Mitte der 1940er Jahre und ändert sich die Gesellschaft, ändert sich natürlicherweise auch die Psychodynamik des Autoritarismus. Und da setzen wir an und haben versucht, das Ganze ja zunächst einmal phänomenal zu beschreiben. Da können wir vielleicht gleich auch noch genauer drauf zu sprechen kommen. Uns aber auch zu fragen, okay, was ist denn das für eine Gesellschaft, in der wir leben, in der eben gerade so emanzipatorische Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung dann ja in autoritäre Aggression münden können. Oder möchte weitermachen? Günther. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung an alle und herzlichen Dank auch für die sehr freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Sie haben das ja auch schon in der Vorstellung gehört, spreche aus einer demokratietheoretischen Perspektive und versuche aus dieser Perspektive auch so ein bisschen die Frage zu stellen, was eigentlich so einen gegenwärtigen Autoritarismus auszeichnet. Ich würde Sie ganz gerne einladen, mitzugehen in ein Konzept, mit dem ich in meinen Forschungen sehr stark arbeite, das Konzept des autoritären Populismus. Ist ein Konzept, das auf die 1970er Jahre zurückgeht, also auch nochmals eine andere Perspektive vielleicht auch auf die Frage des Autoritären, wurde von Stuart Hall geprägt. In den 1970er Jahren ging Stuart Hall vor allem darum, die Frage zu stellen, wie es eigentlich möglich ist, dass die autoritäre Politik, die zunehmend autoritäre Politik in Großbritannien, die dann in den Thatcherismus auch münden sollte, wie es eigentlich möglich war, dass diese Politik auch auf Zustimmung gestoßen ist. Stuart Hall ist eben davon ausgegangen in seiner Gruppe, dass es nicht darum geht, dass autoritäre Politiken ganz einfach von oben durchgesetzt werden, sondern hat darauf hingewiesen, dass dieser autoritäre Populismus immer auch auf eine bestimmte populistische Unterströmung stoßen muss. Also er muss sozusagen immer auch, und das ist eben auch dieser Begriff des autoritären Populismus, es geht quasi darum, wie angedockt werden kann an die Erfahrungen und Lebenswelten der Menschen. Es gibt sozusagen eine Verbindung zwischen autoritären Politiken von oben, unter Anführungszeichen, und eben einem unterschiedlichen Interessen von unten. Die Frage war dann sozusagen, wie hat so eine Politik auch stattfinden können? Also wie wurde diese Verbindung hergestellt? Hall hat mit anderen darauf hingewiesen, dass in dem Zusammenhang vor allem moralische Paniken eine ganz besondere Rolle einnehmen. Sprich, moralische Paniken wurden geschürt in Bezug auf Themen wie Sicherheit und Ordnung, in Bezug auf sexuelle Liberalisierung, in Bezug auf traditionelle Familien und
Geschlechtervorstellungen, die dann sozusagen als bedroht eingeordnet wurden und darüber mobilisiert werden konnten. Das war sozusagen die Herangehensweise, die wir durch so einen autoritären Populismus auch in den Mittelpunkt gerückt sahen. Ich bin jetzt so ein bisschen ausführlicher darauf eingegangen, weil ich denke, dass dieser Begriff, dieses Konzept des autoritären Populismus auch gegenwärtig interessant ist, um so ein bisschen zu verstehen oder verstehen zu können, was eigentlich auch gegenwärtig passiert. Was ich interessant finde an dieser Auseinandersetzung ist, dass Hall eben zwei Punkte ganz zentral gemacht hat. Es geht erstens nicht darum, dass Menschen verblendet sind und schlichtweg instrumentalisiert werden durch autoritäre Politiken. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und zweitens geht es eben genau darum, auch Zustimmung zu den autoritären Politiken zu gewinnen. Und das ist quasi die grundlegende Voraussetzung für meine Forschungen, in denen ich versucht habe, die Perspektive weg von den autoritären PolitikerInnen, von den Bewegungen zu bringen, sondern umgekehrt die Frage zu stellen, auf welches Bedingungsgefüge, auf welche Rahmenbedingungen stoßen eigentlich autoritäre Politiken? Also wie wird genau diese Verbindung hergestellt zwischen der zunehmenden Autoritarisierung und einem autoritären Stimmungsgefüge beispielsweise, wenn es so gedacht werden kann? Also meine Frage ist sozusagen eher, warum sind eigentlich autoritäre Politiken gegenwärtig so erfolgreich? Und in dem Zusammenhang erscheinen mir zwei Aspekte ganz wesentlich. So ein erster Aspekt in meinen Forschungen ist, dass ich die These aufgestellt habe und auch dazu gibt es von anderen Personen durchaus ähnliche Einschätzungen, dass wir gegenwärtig, und das ist wohl nichts Neues, auch für viele in einer multiplen Krise leben, die sozusagen sehr viel Unsicherheit, Verunsicherung auch mit hervorbringt. Und dass diese Krise auch eine Souveränitätskrise ist. Also es geht sozusagen darum, dass quasi dieses Bedingungsgefüge, auf das autoritäre Politiken stoßen, ein großes, diffuses Unsicherheitsgefüge ist. Und dieses Unsicherheitsgefüge, so meine These, löst sozusagen eine Sehnsucht nach Handlungsmächtigkeit aus. Also es gibt eine große Unsicherheit und mit dieser Unsicherheit verknüpft ist, dass es eigentlich so eine große Sehnsucht gibt, wieder handlungsfähig zu werden angesichts dieser zahlreichen Verunsicherungen. Und da würde ich so sagen, dass das sozusagen der Punkt ist oder genau dieses Moment ist, in dem der autoritäre Populismus auch punkten kann, beziehungsweise in dem autoritäre Politiken auch eine Rolle spielen. Durch diese Frage von autoritärer Führung, durch dieses Versprechen, tatsächlich auch etwas zu tun, tatsächlich auch handeln zu können, bieten autoritäre Politiken in dieser Krise der Verunsicherung, innerhalb dieser diffusen Ängste, eine mögliche Antwort, um diesen diffusen Ängsten etwas entgegenzusetzen. Also das wäre sozusagen die Perspektive, die für mich und meine Forschungen zentral ist. Zweiter Punkt in dem Zusammenhang, den ich gerne anbringen möchte noch in dem Zusammenhang, und der ist jetzt auch schon von dir so ein bisschen historisch erwähnt worden, diese Intervention in so ein Gefüge von Unsicherheit, von Verunsicherung, von diffusen Ängsten betrifft viele, betrifft nicht nur einige wenige. Und vor allem, was autoritäre Politiken, Bewegungen machen können, ist, dass sie Geschlechterpolitiken und migrantisierte, rassifizierte Politiken explizit nutzen können, um in diese Leerstelle der Verunsicherung zu intervenieren. Das heißt, Geschlecht, vor allem antifeministische Politiken, spielen in diesem Zusammenhang eine ganz große Rolle, insofern, dass es möglich wird, über eine Retraditionalisierung, eine Remaskulinisierung sozusagen diese Leerstelle der Unsicherheit zu füllen und darüber auch Handlungsmächtigkeit neu zu versprechen. Und an dieser Stelle würde ich es für das erste Mal belassen. Ja, wunderbar. Günther. Dankeschön. Ich schließe mich dem Dank der Vorrednerin ein und muss allerdings ein Geständnis machen, das ein bisschen peinlich ist. Ich bin heute zum ersten Mal im Historischen Museum von Frankfurt und entschuldige das auch damit, dass der Weg von Offenbach bis hier doch sehr weit ist.
Ich vermute, dass wir alle die Autoritären im Alltag kennen. Das sind die, die bestimmen wollen, die sich nicht kritisieren lassen, die das Gespräch abbrechen, wenn es unangenehm wird für sie, die keine Gründe geben für Entscheidungen, Gehorsam einfordern und unter anderem Dinge sagen wie, es gibt keine Alternative. Also meine Frage war dann, die Frage entstand aus dem Unbehagen über die Forschung in der Politikwissenschaft und auch in der Jurisprudenz, wenn man dann guckt, was sind eigentlich autoritäre Regime, also wie übersetzt sich diese Alltagserfahrung auf die Ebene von Regierungen, politischen Systemen. Und ich fand unbefriedigend vor allem, dass eigentlich immer geguckt wurde nach der Staatsform, Einparteienstaat typischerweise oder Gewalteneinheit. Und ich denke, man muss es doch irgendwie auch genauer sagen können und habe dann also lange rumgeprokelt und habe 4 Merkmale, die ich Ihnen vorstellen möchte und von denen ich glaube, die sich ganz gut dazu eignen, autoritäre Regime zu identifizieren und die auch wichtig sind, um zu sehen, wann beginnt ein demokratisches System langsam abzugleiten, sozusagen in die autoritäre Richtung. Das Erste, und das ist relativ unproblematisch, ist, und würden alle auch sagen, ja, die Regierungstechnik hat eine sehr starke sozusagen Schlagseite hin zur Exekutive. Dazu kommt, das ist vielleicht nicht so offensichtlich, dass sich autoritäre Regime gerne sozusagen informell sozusagen äußern und entscheiden. Und wichtig ist, dass sie also eine Schwäche haben für Geheimes, also dass sie auch etwa Geheimdienste besonders gutieren für ihre Regierungstechnik. Und das Verhältnis zur Verfassung, was mich die ganze Zeit als Frage begleitet hat, ist die, dass sie meisten sagen, naja, also ich halte mich an die Verfassung, wenn es mir passt und ich tue es dann nicht, wenn es mir nicht passt. Also so eine Art Verfassungsopportunismus. Das ist das erste Merkmal. Das zweite, das vielleicht nicht so offensichtlich ist, dass autoritäre Regime, ob Führer oder Parteien oder Cliquen, dazu neigen, politische Macht als Privateigentum aufzufassen. Das zeigt sich an 3 Merkmalen. Nämlich das erste ist, dass sie grundsätzlich sozusagen etwas dagegen haben, dass ihre Macht etwa durch die Verfassung auf eine Amtszeit begrenzt ist. Also wir können also sehen, wenn wir uns in der Welt umschauen, ganz viele autoritäre Führer haben es also auch geschafft, solche Begrenzungen zu überspringen. Putin steuert auf die 5. zu, Xi Jinping hat also sozusagen die Begrenzung gänzlich abgeschafft und es gibt viele andere, also in Afrika, in Asien und sonst wo, die also entweder sozusagen diese Begrenzung abschaffen oder aber sie manipulativ sozusagen umgehen zu versuchen. Das gilt übrigens auch für Europa. Also wenn wir uns umschauen in Ungarn, ein erfreulicher Moment ist der, den wir gerade in Polen erlebt haben. Also man soll nicht nur sozusagen Untergangsstimmung verbreiten. Der zweite Aspekt dieser Vorstellung Macht ist doch eigentlich, mein Privateigentum ist die, dass ich dann auch bestimmen kann, wer mein Nachfolger wird. Und wenn man dann in der Weltgeschichte umherschaut, ist es interessant, dass sehr häufig Ärzte, die also Personen besonderen Vertrauens sind, als Nachfolger bestimmt werden, wenn man nicht gleich bei der Familie bleibt. Und der dritte Aspekt, den ich damals beim Schreiben am interessantesten fand, ist, dass sich viele autoritäre Führer, die haben also kein Problem damit, dass sie sagen, das Staatseigentum oder das Gesellschaftseigentum eigentlich, das kann ich mir aneignen. An der Spitze wiederum Putin mit geschätzten 40 bis 200 Billionen US-Dollar, das ist im Grunde sozusagen mit seinem Geheimdiensteinkommen von früher und auch mit seinem Gehalt, was er derzeit offiziell bekommt, nicht machbar. Und so kann man also herumreisen in der Welt. Und ich bin auf einen den Ahnvater des Autoritären gestoßen, des Totalitären kann man sagen, Hitler, der also, das wissen wahrscheinlich nicht alle, der für seinen Bestseller Mein Kampf keine Steuern bezahlt hat. Als er zum Reichskanzler gewählt wurde, war das Erste, das er mit dem Finanzamt München-Ost vereinbart hat, dass sozusagen ihm die Steuer erlassen wird. Das waren damals etwa 400.000 Reichsmark, das war viel Geld. Und später wurde dann entschieden, auch vom Finanzamt München-Ost,
der Chef bekam daraufhin auch eine Apanage von 2000 Reichsmark pro Monat. 1935 wurde entschieden, dass es also für einen Führer nicht angemessen ist, wenn er Steuern zahlen muss. Also so kann man das Problem auch lösen. Das dritte Merkmal ist das Merkmal der politischen Beteiligung. Da würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, naja, aber politische Beteiligung haben wir doch auch in demokratischen Regimen, richtig. Und man kann sich darüber streiten, ob vielleicht autoritäre Führer eigentlich keine Beteiligung wollen, weil das ist ja problematisch. Und ich habe mich mit einem wunderbaren Kollegen aus den USA darüber auch gestritten, weil ich habe gesagt, das ist doch alles orchestriert. Da ist doch überhaupt nichts an Beteiligung, so wie wir sie verstehen, bis mir dann am Ende vielleicht durch seinen Widerstand, weil er sagte, die brauchen politische Beteiligung, gerade die Autoritären. Weil ich dachte, vielleicht kann man einen Kompromiss finden. Und mein Kompromissvorschlag ist, dass man sagt, politische Beteiligung ist immer dann gewünscht, wenn daraus politische Komplizen werden. Also wenn man etwa Massenveranstaltungen organisiert oder wenn man wie Orban nationale Konsultationen organisiert, wenn man Referenden organisiert, das sind die typischen Formen von Beteiligung, wo das Volk zum stillen Teilhaber wird. Das heißt, sie haben nichts zu sagen, sie dürfen akklamieren, aber sie werden im Grunde auch unzureichend informiert darüber, was das Regime eigentlich mit ihnen vorhat. Um das etwas abzukürzen, das vierte Element ist die Kommunikation. Und dazu gibt es ein sehr schönes Beispiel von vorgestern. Der neue Präsident von Argentinien hat etwas gemacht, was unauffällig war. Wenn man genau hinguckt, war es nicht so unauffällig, weil wenn ein Präsident oder eine Präsidentin in Argentinien gewählt ist, ist es sozusagen seit vielen, vielen, man kann fast sagen, seit zwei Jahrhunderten, ist es üblich, dass im Parlament die erste Rede gehalten wird. Und Milei ist als erstes rausgegangen und hat zu seinen Leuten gesprochen. Also im Grunde ist es ein Signal dafür, dass er alle Institutionen, die also möglicherweise autoritäres Regieren kontrollieren könnten, dass er sie ausschaltet. Also wie andere ja auch in Polen hat es ja auch, Kaczynski hat das ja versucht, dass man also die Justiz ausschaltet. Netanyahu hat es versucht oder ist, der Versuch ist noch gleichsam im Laufen, dass man also das Recht und die Justiz, die also die Regierung kontrollieren könnte, dass man sie ausschaltet, dass man Parteien gleichschaltet, die Opposition verhaftet etc. Also wichtig ist bei der Kommunikation, damit sie unmittelbar ist, dass man also gesellschaftsseitig alle möglichen Vereinigungen, Institutionen wie Gewerkschaften, Parteien ausschaltet und dass man staatsseitig Parlamente und Justiz insbesondere ausschaltet. Und am Ende hat man dann so etwas, ist dann natürlich die Frage, ja, was soll das bringen? Und ich glaube, wenn man diese vier Merkmale sich nochmal vor Augen führt, dann kann man also zeigen, dass die darauf hinauslaufen, dass am Ende suggeriert werden soll, dass im Grunde wir alle in einem Boot sind. Also so diese Fantasie einer Gemeinschaft, einer Volksgemeinschaft, mal hat sie eher sozusagen christlich-katholische Züge, das war in Polen so, mal historische wie bei Orban, mal sind es eher so ethnische wie in Deutschland früher. Also, und das finde ich, und wenn man, also für mich war jedenfalls also hinreichend deutlich, dass das ein Begriff von Autoritarismus ist, mit dem ich zumindest arbeiten kann, wenn ich die Frage beantworten will, die ich jetzt nicht beantworten werde, warum haben die überhaupt Verfassungen? Ja, vielen Dank. Also wir sehen gleich, es liegen sowohl eure sagen, spezifischen Perspektiven auf dem Tisch, aber ich bin euch allen auch sehr dankbar, dass wir jetzt noch gar nicht sagen, an dieser Frage uns aufhalten oder festklemmen, also wer eigentlich genau die Autoritären sind oder die dem Autoritarismus verfallen. Insofern bringt mich das auch schon sogar in Richtung einer zweiten Runde hier oben. Nämlich die Frage, also was ich raushöre, ist ja bei allen, dass in der Beschreibung ihr auch sagt, es ist schon etwas da und der Autoritarismus zeichnet sich, ob jetzt aus der Perspektive eben der autoritären sozusagen Führerfiguren oder eben auch eher stärker gesellschaftlichen Perspektive, der Autoritarismus zeichnet sich irgendwie durch den
dadurch aus, dass dieses, was schon da ist, was ihr vielleicht noch mal näher benennen könntet, irgendwie kippt, übertritt, sichtbarer wird, irgendwie aufgenommen wird, darauf reagiert wird, etc. Und also das würde mich noch mal interessieren, nämlich auch im Verhältnis dazu, was auch gemeinhin ja immer sozusagen auch natürlich kritisch erstmal, aber eben auch ein bisschen vielleicht zu einfach gemacht, als so eine Art anfällig sein für diese Angebote. Ja? Also die, denen, die sozusagen darauf eingehen, wird natürlich irgendwie unterstellt, dass sie für diese Angebote anfällig sind, dass sie sozusagen sich verführen lassen, dass sie in dieser Hinsicht sich irgendwie auch dafür hergeben. Oder, also das wäre sozusagen nochmal eine andere Beschreibung auch der Frage der Zustimmung. Das wäre auch nochmal die Frage, ob ein sehr spezifisches Freiheitsbegehren eben dann doch berührt wird. Und vielleicht auch im Fall jetzt zum Beispiel von Argentinien die Frage, ob ein bestimmtes Teilhabebedürfnis, Kommunikationsbedürfnis auch irgendwie doch getroffen wird. Also vielleicht nochmal die Frage so in dieser Losgelöstheit von den konkreten Akteuren. Also wie würdet ihr, wenn man auf diese Erfolge oder auf diese Kippmomente guckt, wie würdet ihr das jeweils nochmal beschreiben, also was da schon da ist, worauf der Autoritarismus dann irgendwie eingehen kann oder was sich im Autoritarismus dann eben als auf einmal sagbar erweist oder eben als mehrheitsfähig und so weiter. Ihr seid ganz frei in der, im Ergreifen des Wortes. Ja, das ist natürlich jetzt keine einfach zu beantwortende Frage, die du hier gestellt hast. Und ich glaube, man kann sich der aus ganz unterschiedlichen Perspektiven annähern. Ich wähle mal zwei Perspektiven. Zum einen die Perspektive von der Gesellschaft. Was ist in der Gesellschaft schon da? Und die andere Perspektive wäre die, was ist denn sozusagen in den Subjekten selbst schon da, das sozusagen sie affizieren lässt für eben autoritäre Politikangebote oder Einstellungen. Und wir haben ja, wie gesagt, mit einer besonderen Personengruppe gesprochen und mit einer Personengruppe, die sich eigentlich als sehr emanzipiert und aufgeklärt versteht. Und kam dadurch zu dem Schluss, naja, das Autoritäre muss nicht zwangsläufig das andere der Demokratie sein, sondern kann unmittelbar eine Nebenfolge der demokratischen Regierung selbst sein. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wir leben frei wie nie zuvor, gleichzeitig sind aber die Zwänge, denen wir alltäglich unterworfen sind, nicht verschwunden, sondern sind eher noch gewachsen. Also selbst die emanzipatorischen Normen wie Authentizität und Selbstverwirklichung, das sind oftmals keine selbstgewählten Optionen mehr, sondern eben Anforderungen, die von außen an uns gestellt werden. Also wir haben hier eben es mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun, der sehr widersprüchlich ist. Der einerseits leben wir in einer Gesellschaft, die uns sehr viele Freiheitsräume verspricht, auch demokratische Partizipation verspricht, aber im Alltag kommt davon sehr wenig bei den meisten von uns an. Ne? Und das führt aus unserer Sicht eben dazu, dass ja, das Dilemmata zunehmen, ne? Dass man eben, dass sich Versprechen, die die Gesellschaft an uns richtet, wie beispielsweise Erfolg, ne? Da ein ganz großes gesellschaftliches Versprechen von kapitalistischen Demokratien, dass das nicht eingelöst wird, obwohl wir Ressourcen investiert haben in unsere Bildung beispielsweise, es dann nicht aufgeht. Und damit nehmen dann eben Frustrationserfahrungen zu, und eben auch Ohnmachtsgefühle und Abhängigkeitsgefühle, die interessanterweise Erich Fromm, eben auch ein Vertreter der kritischen Theorie, auch schon ganz früh hat er das auch schon beobachtet, ne, dass aus einer gewissen Ohnmachts- und Abhängigkeitserfahrung auch autoritäre Neigungen dann entstehen können, ne, dass man sozusagen die Freiheit aufgibt aufgrund eines Ohnmachtsgefühls. Und das vielleicht so von der Seite der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Dynamik, des gesellschaftlichen Wandels, der oftmals widersprüchlich verläuft, ne, in der
wir ja nicht nur mit Rückschritten konfrontiert sind, sondern Fortschritte parallel laufen. Ich kann jetzt wieder sehr gut, kann man wieder das Beispiel nehmen, Brigitte, das du ja auch schon angesprochen hast, ne? Wir haben eine sehr große gesellschaftliche inklusive Öffnung eben für Transgender-Fragestellungen, für gendersensible Sprachkonventionen, und das provoziert aber wiederum auf der anderen Seite neue Konflikte und auch neue Schließungsbewegungen. Also es ist so eine, es ist einfach eine widersprüchliche gesellschaftliche Dynamik, in der sich eben Autoritarismus dann eben ausbreiten kann, indem sozusagen das Individuum dann im Namen der Gesellschaft gegen die Gesellschaft rebelliert. Also im Namen der Freiheit sozusagen geht man dann gegen die Gesellschaft vor. Also meine, die Versprechen, die mir gegeben wurden, wurden nicht eingelöst, und insofern protestiere ich dagegen und kündige sozusagen damit auch das demokratische Miteinander auf. Also das vielleicht zur gesellschaftlichen Perspektive. Und wenn man nun stärker bei der, auf einer sozialpsychologischen Ebene sich das mal anschaut, da fand ich es ganz interessant, bei den Interviews, die wir ausgewertet haben, war schon auch sehr oft von biografischen Brüchen die Rede. Das würde deine These auch bestätigen, ne? Also dass einfach die Menschen mit großen Unsicherheitserfahrungen bezüglich auch der eigenen Lebensplanung konfrontiert waren. Und das waren eben Menschen, die oftmals eher in der Generation aufgewachsen sind mit einem sehr aktiven so Aufstiegsversprechen, ne? Also dass sozusagen, dass die Leistung sich auch lohnt und sich übersetzt in eine bestimmte Form von Sicherheit. Und da waren es dann oftmals Momente wie Arbeitsplatzverlust, Invalidität, die eben dazu geführt haben, dass sich die Person nicht nur sozial isoliert hat, sondern eben auch den Bezug zum politischen Miteinander und damit auch zur Realität aufgekündigt hat. Also insofern waren es auch oftmals im wörtlichen Sinne apolitische Menschen, weil sie das gemeinsame Miteinander, das politische Miteinander nicht mehr geteilt haben. Also es ist so, so ein paar Eindrücke vielleicht aus der Forschung. Eine Frau, mit der wir gesprochen haben, die die AfD dann auch beabsichtigte zu wählen, die war, verstand sich selbst aber eigentlich als Kosmopolitin und hat die ganze Welt bereist. Die Wohnung war voll mit Erinnerungen aus den Reisen aus dem fernen Osten, und sie hat viele Kulturen gesehen, aber hat seit einigen Jahren ihre Wohnung nicht mehr verlassen, nur noch um das Nötigste einzukaufen. Also sie war sozial isoliert. Das waren oftmals sehr sozial eingeschrumpfte Kreise, in denen sich diese Menschen bewegt haben. Und da hat dann sozusagen die Radikalisierung aufgrund dieser Isolation dann auch stattgefunden, eben auch dann teilweise durch digitale Medien, ne, in denen sich dann alternative Politikentwürfe dann angeeignet wurden. Und das war so ein ganz eindrückliches Bild, einfach wie sie, diese Welt, die mal so groß war, so zusammengeschrumpft ist. Und ihr Argument, warum sie nicht mehr auf die Straße geht, war, es ist zu gefährlich, auf der Straße sind nur noch Migranten, ich gendere nicht, da muss ich sozusagen um meine körperliche Integrität bangen, ne? Also hier hat man sehr gut gesehen, wie eben sozusagen aufgrund einer Vulnerabilität, einer biografischen Vulnerabilität, sie hat ihren Arbeitsplatz verloren, dann eben da so eben so eine Form von populistischer Mobilisierung sehr gut greifen konnte. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich denke, das schließt ganz gut an das an, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe. Also zum einen die Frage auch nochmals aus einer gesellschaftlichen Perspektive, wie du das jetzt auch genannt hast, die Frage zu stellen, was passiert gegenwärtig? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch an der Stelle zu sagen, so, um so ein bisschen ein Bild im Kopf zu haben, wovon gesprochen wird. Also ich beziehe mich jetzt vorwiegend auf den Bereich des globalen Nordens, um das vielleicht auch nochmals deutlich zu machen. Weil wenn ich im nächsten Schritt darauf eingehen möchte, ist so ein bisschen die Frage auch danach zu stellen,
inwiefern so eine zunehmende Neoliberalisierung eben gerade auf der einen Seite und eine Verunsicherung in Bezug auf das Versprechen der Demokratie auf der anderen Seite dazu beigetragen hat, genau diese Frage auch nochmals der zunehmenden Verunsicherung mit hervorzubringen. Also das, wovon ich zuvor gesprochen habe, zu sagen, es gibt so eine zunehmende Ungewissheit und Angst, die hat klarerweise auch etwas damit zu tun, dass sich die Anforderungen an die Menschen radikal auch nochmals verschärft haben, an ganz viele Menschen auch verschärft haben. Stichworte wie neoliberale Selbstoptimierung in ganz unterschiedlichen Bereichen, die sozusagen mit dazu beitragen, dass alle für alles selbst verantwortlich sind. Da würde ich so sagen, das ist sozusagen ein Moment, der sich in den letzten Jahrzehnten, insbesondere auch seit den 1970er Jahren, sozusagen durchgesetzt hat, beziehungsweise nochmals viel stärker geworden ist und auf der einen Seite zwar mehr Möglichkeiten hervorgebracht hat, die du jetzt auch bereits erwähnt hast, auf der anderen Seite aber auch die Anforderungen deutlich erhöht hat. Also ich denke, das muss sozusagen im Hinterkopf behalten werden, warum quasi so eine zunehmende Verunsicherung, Ungewissheitsgefühle, Ohnmachtsgefühle damit verbunden sind. Und dann würde ich so sagen, der zweite Aspekt ist ja durchaus der, der jetzt auch mittlerweile seit vielen Jahrzehnten schon als Krise der Demokratie verstanden wird, worüber wir heute auch sprechen, Postdemokratie, darüber ist es auch popularisiert worden. Aber genau diese Frage des Versprechens auf Sicherheit und Souveränität, das ist sozusagen ein zentrales Versprechen, das mit westlich modernen Demokratien einhergeht. Und dieses Versprechen ist auch ein Versprechen, das sozusagen an den Staat, an die formalen Demokratien gerichtet ist. Mit der zunehmenden Krise, mit den Auseinandersetzungen darüber, mit dem Vorwurf, dass die Eliten, die da oben, die PolitikerInnen uns unter Anführungszeichen das Volk nicht mehr repräsentieren. Also das ist sozusagen ein zweiter Moment, ein zweiter Verunsicherungsmoment, der wahrscheinlich auch mit dazu beiträgt, dass Menschen beziehungsweise dass rechte Parteien die Möglichkeiten haben, genau diese Leerstellen anders auch zu füllen. Also ich glaube, diese beiden Momente zwischen Neoliberalisierung und Krise der Demokratie muss sozusagen als Bedingungsgefüge mit berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Frage zu stellen, warum eigentlich auch Menschen sozusagen, wie du es jetzt auch genannt hast, anfällig sind oder was sozusagen die Rahmenbedingungen auch dafür sind, dass eben rechte Strategien durchaus erfolgreich wirken können. Ich vermute mal, dass alle diejenigen, die zu einer Veranstaltung kommen, umkämpfte Demokratie im utopischen Raum, im historischen Museum, autoritären Versuchungen nicht nachgeben. Also deswegen ist es für uns auch schwierig, weil wir reden eigentlich über eine Kohorte, die hier, das behaupte ich einfach mal jetzt, nicht vertreten ist. Und trotzdem müssen wir uns ja fragen, wie kann es sein, dass, und es gibt ja auch jede Menge sozusagen Erklärungsversuche, dass es doch eine wachsende Zahl in unserem Land, Stichwort AfD, in Europa, in vielen, also in unseren Nachbarländern, auch in der Welt, gibt es eine große Zahl von Leuten, glücklicherweise ist es immer noch nicht die Mehrheit, die, das kann sich ändern in Sachsen bald, die also sozusagen dieser Versuchung nachgeben. Was ist es? Ich glaube, eine Standarderklärung früher war, das sind die Abgehängten, in Argentinien gab es das Wort dafür, die Descamisados, das sind sozusagen die ohne Hemd, das sind also sozusagen die bei der sozusagen Verteilung gesellschaftlichen Wohlstands Benachteiligten. Und wir haben ungleiche Verteilung immer noch, aber ich habe mich belehren lassen durch Untersuchungen, dass das offensichtlich nicht die Klientel ist, die also die AfD zum Beispiel bei uns stark macht, sondern jetzt in dem wirklich schönen Beitrag auch in der letzten Sonntags-FAZ von Julius Bender, der meistens eigentlich immer was Kluges zu sagen hat, der also auch nur Forschungen auswertet, da geht es wohl darum, dass viele in der AfD erstens sozusagen aus der Mitte kommen und zweitens offensichtlich also nicht das Gefühl haben, dass sie
sozusagen bei der Verteilung gesellschaftlichen Wohlstands benachteiligt werden, sondern dass sie sozusagen pessimistisch sind. Das scheint also so eine Grundstimmung zu sein, die besonders in der AfD sozusagen auffällig ist. Und vielleicht kann man das, wieso kommt es zu einem solchen System-Pessimismus? Man kann sagen, die kriegen nicht genug Anerkennung. Also es geht ja nicht nur um die Verteilung materieller Güter. Aber ich glaube, eine andere Überlegung könnte ja auch sein, dass vielleicht viele sich überfordert fühlen. Das ist ja auch schon angesprochen worden von der Demokratie. Die ist ja eigentlich, auch wenn man sie gern hat und wenn man sagt, es gibt keine bessere Form der Selbstregierung, dann muss man zugeben, sie ist anstrengend. Erstens muss man verlieren können, was auch nicht alle besonders schätzen. Zweitens kann man nicht sozusagen im Hier und Jetzt entscheiden und die Probleme lösen, sondern oft zieht sich das über Jahre hin. Es kann nicht durchregiert werden. Also dass, wenn man also ein bisschen auf die Talkshows mal achtet, was wirklich schwer zu ertragen ist, dann haben viele das Bedürfnis, dass also im Grunde doch jetzt endlich mal sozusagen entschieden werden sollte. Und das ist genau das Angebot, was eher autoritäre Personen, Parteien, Organisationen anbieten. Dann verlangt Demokratie uns ein hohes Maß an Toleranz ab, nämlich wir müssen Ungewissheit tolerieren. Wir wissen nicht so genau, wo es lang geht. Wir müssen auch tolerieren, dass wir es mit Leuten zu tun haben, deren Sprache wir nicht verstehen, deren Lebensgestaltung wir nicht richtig nachvollziehen können. Ich habe diese interessante Diskussion, das ist zwar nur episodisch alles, aber es ist interessant, wie viele von Bekannten in Offenbach sagen, ich gehe gar nicht mehr in die Innenstadt, weil da wird ja kaum noch Deutsch gesprochen. Ich finde, das sind auch Bemerkungen, die muss man ja nicht teilen, aber man muss sie zumindest ernst nehmen. Also ich unterm Strich. Und dann kommt noch dazu, nein, als letztes vielleicht, Demokratie offeriert uns kein Theater der Leidenschaften. Genau das sind ja Inszenierungen, die also von autoritären Führungspersonen gemacht werden. Also Demokratie ist eher nüchtern. Ich wage jetzt mal zu sagen, insofern ist unser Bundeskanzler die Inkarnation von Demokratie. Und wir alle rufen ja danach, es müsste ein bisschen mehr... Also die Demokratie müsste ein bisschen mehr Pep haben. Sie hat überhaupt keinen, wie soll man das sagen, also für sehr viele, glaube ich, hat sie nichts, was sie mitnimmt. Also mitnimmt meine ich das jetzt sowohl im doppelten Sinne. Und die Autoritären kommen mit diesen Angeboten, von denen wir natürlich wissen, dass, was dahinter steht. Aber viele sagen, naja, darauf lasse ich mich jetzt mal ein. Also zumindest für die nächste Wahl, vielleicht auch noch für die übernächste. Aber wenn ich da gerade darauf einhaken kann, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den du gemacht hast jetzt zu Ende. Es ist eben aber auch nicht nur eine Frage der politischen Rhetorik, die hier falsch gewählt ist, sondern es liegt vielleicht auch an einer technokratischen Form der Politik, in der dann wirklich politische Werturteile von vermeintlichen Sachzwängen und von wissenschaftlicher Expertise nicht mehr getrennt werden können und das eben dazu führt, dass für viele, ich zitiere jetzt einen Interviewpartner, die Politik ein abgekartetes Spiel von Insidern ist. Mhm. Das ist dann weniger, glaube ich, eine Frage der Rhetorik, sondern tatsächlich auch ein Modus des Regierens, der hinter dieser scheinbar schnöden Art und sachlichen Art dann steht, ne? Wo man dann wieder dieses affizierte, selbstermächtigende und souveränisierende das Politikmodell wählt. Denn das, was die meisten gefordert haben bei uns in den Gesprächen, sind eben mehr Volksabstimmungen, gerne nach Schweizer Vorbild. Ne? Also die Deutschen. Ne? Und das ist sozusagen ganz interessant, wie auf die Krise der Demokratie geantwortet wird, nämlich wir haben eine Krise der Demokratie, das lösen wir durch unmittelbare Repräsentation. Also ich sage jetzt sozusagen, wie zu regieren ist. Also ich respektive das Volk, aber das Volk ist eigentlich eine Personifikation des Ichs dann. Vielleicht, wenn ich nochmal, also ich glaube, wir sprechen sowieso gleich nochmal über die Frage sogenannter demokratischer Effekte und auch die Frage, ob die Antwort auf den Autoritarismus eben genau auf dieser
Ebene der, also nicht nur der, sag ich mal, Sehnsüchte, sondern eben auch der Emotionen zum Beispiel, Leidenschaften agieren muss. Aber was, um das nochmal vielleicht einmal so zuzuspitzen, denn und mal gucken, wie so die sozusagen Meinungen verteilt sind, aber ist nicht die andere Seite, weil es eben darum ging, dass wir hier natürlich offene Türen einrennen, wir predigen quasi zu den schon Konvertierten. Die Frage, was hat das mit uns zu tun, die sollten wir ja auch insofern stellen, dass nicht nur die, sag ich mal, der Umgang mit ökonomischen Krisen, mit ob jetzt biografischen oder wie auch immer gearteten Umbruchsphasen, aber eben auch die Frage, welche Rassismen, Sexismen eben auch in der gesellschaftlichen Mitte eben doch fest etabliert sind und eben gerade in solchen Momenten, wo der Autoritarismus sozusagen einen Schub bekommt oder Aufwind, natürlich auch aus der sogenannten gesellschaftlichen Mitte heraus zu hören sind. Und es ist ja auch kein Zufall, dass eben einige der Autoritarismusstudien eben diese sogenannte Mitte auch untersuchen. Jetzt wäre tatsächlich nochmal meine Frage, ob das sozusagen die eine Gefahr ist, dass, sage ich mal, also diese Mitte zu unterschätzen, sowohl was den Umgang mit, sag ich mal, der ökonomischen Krisendynamik, aber eben auch mit irgendwie dem nicht nur Nachwirken, sondern den ständig neuen Angeboten, eben die also gesellschaftliche Ungleichheit eben über zum Beispiel, also auch rassistische Überzeugungen dann zu lösen für sich. Und ob das nicht etwas ist, was doch bleibt und was worauf dann natürlich eine demokratische Gesellschaft irgendwie eine Reaktion finden muss. Das Zweite, also oder der, auf die Frage der Verfassung und der Leidenschaften komme ich gleich noch, aber vielleicht das nochmal als Rückfrage zu diesem Punkt. Brigitte, du scheinst. Genau, vielen Dank für die Frage. Ich würde auch in dem Zusammenhang sagen, dass es gerade diese Perspektive, um die es mir ging, das aufzumachen, dass es eben nicht die anderen sind, dass es nicht diejenigen sind, die irgendwo vermeintlich auch an den Rändern stehen, die sich sozusagen autoritär verführen lassen, sondern ich denke gerade, wenn sozusagen der Blick darauf gerichtet wird, welche Krisenerscheinungen gegenwärtig auch in den Blick genommen werden müssen, dann denke ich durchaus auch, dass, auch wenn wir uns vielleicht einig sind, dass wir bestimmte autoritäre Politiken so nicht wollen, aber es ist nicht das Problem unter Anführungszeichen der anderen, sondern es passiert sehr viel. Also ich denke, es geht um diese Frage der Unsicherheit tatsächlich auch bei uns selbst zu beginnen, in der Mitte zu beginnen. Erster Punkt, zweiter Punkt würde ich auch sagen, dass gerade die Anschlussfähigkeit in Bezug auf rassistische Politiken, in Bezug auf antifeministische Politiken, dass das durchaus nichts Neues ist. Also dass die Frage der Demokratisierung, dass es ganz viel Veränderungen in Bezug auf Geschlechterpolitiken gegeben hat. Auf der einen Seite ja, gleichzeitig würde ich auch so sagen, selbst in den Demokratien, in den aktuellen liberalen Demokratien, die es gegenwärtig gibt, von einer geschlechtergerechten Demokratie zu sprechen, ist doch noch relativ weit entfernt, wenn sozusagen auch die impliziten Ausschlussmechanismen berücksichtigt werden. Und deswegen denke ich, gibt es ja durchaus Anschlussstellen sozusagen zwischen autoritären Bewegungen und liberalen Bewegungen. Zweiter Punkt. Und ich würde so sagen, auch so ein dritter Punkt, Sie hören es ja auch an meinem Akzent sozusagen, dass ich aus Österreich bin und das macht mich jetzt noch nicht zur Österreich-Expertin, aber doch habe ich einiges dazu auch gearbeitet, dass quasi eine Autoritarisierung auch in demokratisch gewählten Regierungen möglich ist, Stichwort Kurz, das muss an dieser Stelle, denke ich, auch erwähnt werden. Ja? Also das ist über die Demokratie möglich geworden, ein System Kurz sozusagen auch, wenn auch kurzfristig, aber mit sehr langfristigen Folgen sozusagen auch dort festzusetzen. Und das ist quasi eine Autoritarisierung in der Mitte. Das ist eine Autoritarisierung, die über die Demokratie auch möglich wurde, die sozusagen nicht an den Rändern ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das in dem Zusammenhang an der Stelle festzuhalten. Nur noch mal, um das auch zu bestärken, wenn es stimmt, und das ist wohl so auch nachgewiesen, dass die AfD
ihre Mitglieder oder ihre Sympathisantinnen im Wesentlichen in der Mitte rekrutiert und nicht an dem abgehängten Rand, dann denke ich, weil wir alle wahrscheinlich glauben, wir stehen in der Mitte, dann müssen wir uns umschauen und genau die Fragen stellen, die du gerade gestellt hast. Also wie kann es sein, dass ich eigentlich sozusagen auch unzufrieden bin, aber ich denke mir, ja, also das muss ich halt aushalten. Und andere, der Ingenieur neben mir, der sagt, nein, ich setze jetzt mal auf die AfD, weil also das, was die Politik mir anbietet, das reicht mir nicht. Da kann ich mich eigentlich direkt anschließen an euch beide. Also wir haben ja, wie gesagt, vor allen Dingen mit Personen aus der Mitte gesprochen. Ne? Nicht nur aus der Mitte, sondern auch mit jenen, die eben sich selbst eigentlich als weltoffen gesehen haben oder mal gesehen haben. Und was hier vielleicht auch noch weiterführend ist, ist nochmal die Dimension der Werte und Normen hinzuzusehen, auf denen ja das Selbstbild und auch das Weltbild gründet. Also ich gebe immer gerne Beispiele, weil es dann ein bisschen plastischer wird. Das war eben ein Ingenieur, der nach Abstiegserfahrungen, der auch sozial engagiert war, weltoffen war, und nach Abstiegserfahrungen hat er dann xenophobe Positionen entwickelt. Und da stellt sich dann die Frage, wie kann das sein, dass jemand so diametral seine Einstellung wechselt, dass er ist ja keine andere Person geworden. Und da macht es Sinn, nochmal zu schauen, okay, welche Normen und Werte strukturieren denn eben sein Selbstbild und sein Verhältnis zur Welt. Und es war eine sehr kompetitive, leistungsstarke Person, die natürlich dann auch die Welt mit sehr kompetitiven Normbeständen wahrgenommen hat, die eben schon einen bestimmten Vergleichsmodus implementieren, der dazu führt, dass man eben, wenn man selbst mit dem Abstieg bedroht ist, dann eben schnell dazu greift, dann nach Schuldigen zu suchen. Also dann eben zu sagen, okay, dann greift eben ein xenophobisches Ressentiment. Das sind eben diejenigen, die mir den Platz wegnehmen. Aber ich glaube, dass da diese Dimension dann der Normbestände selbst auch ganz interessant ist, mit denen die Menschen ja ihr Leben dann strukturieren und die dann eben auch begünstigen, eben nicht nur fürs Vergleichen, sondern eben auch für negative Affekte wie Neid, Ressentiment und so weiter. Ich möchte ganz gern jetzt auch öffnen, nicht als populistischer Zug des Moderators, sondern tatsächlich ernst gemeint Sie einladen, auch Ihre Fragen an das Podium zu stellen, aber eben ausgehend von genau dieser Frage, wie wir eigentlich diese Differenz klarer machen können, also diese Teilhabeangebote, die wir eher als also sozusagen autoritäre Lösung oder Lösung des Autoritarismus begreifen würden, die sozusagen dieses Angebot der Unmittelbarkeit, der Teilhabe machen, die vielleicht auch das Angebot des Souveränitätsrückgewinns in Form etwa einer auch also von Formen von oder Modellen von Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die sozusagen auch über Ausschlüsse dann natürlich funktioniert und aber natürlich auch vermittelt über das irgendwie auch das Gefühl, zu etwas zu gehören oder teilzuhaben. Ich denke, bei der sogenannten sozialen Verunsicherung, wo man tatsächlich auch sagen könnte, das erfordert eher eine Kritik des Kapitalismus als eine Kritik der Demokratie. Bestimmte Dynamiken lassen sich darüber viel besser beschreiben. Aber was, glaube ich, den Autoritarismus so schwierig oder auch so komplex macht, ist, dass er eben immer auch in Kombination mit solchen, sag ich mal, mit so einer Kritik der Demokratie im doppelten Sinne zu verstehen ist. Also es gibt durchaus Mängel, die benannt werden, ja, durch, ob jetzt populistische oder eben autoritäre, auch Deutungsangebote. Es gibt auch tatsächlich irgendwie ganz praktische Angebote. Aber meine Frage jetzt nochmal an euch und wie gesagt in Einladung an alle ist, was ist eigentlich sozusagen die Antwort darauf, die an dieser Idee der Teilhabe natürlich festhält, an der Idee der Aufhebung der sozialen Verunsicherung, die letztlich auch die Frage natürlich der sozialen und auch ökonomischen Voraussetzungen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens stellt, aber eben nicht in solche Entsolidarisierungsdynamiken dann kommt. Also wie, was ist sozusagen die Demokratie, die wir meinen? Ja, das ist die Schlussrunde, die damit auch eröffnet ist und wo sich natürlich auch dann sozusagen das Lager dann spaltet, also in autoritäre demokratische oder illiberale demokratische Lösungen und eben womöglich leidenschaftliche, sozusagen gelebte Demokratien. Wie gesagt, melden Sie sich gerne, die Mikrofone gehen rum und während Sie das tun, wer mag, kann auch schon mal hier oben auf diese Frage reagieren. Ja, bitte. Genau. Wir haben hier die alle monopolisiert, aber nicht. Wollen Sie noch ein? Hallo? Ja, geht. Ja, eventuell verkompliziere ich jetzt noch, aber es liegt mir die ganze Zeit auf der Seele. Es kommt noch was dazu, was ich jetzt spontan nenne, einen passiven Autoritarismus. Ich möchte gerade kurz eine Selbsterfahrung erzählen. Also mittlerweile bin ich Rentnerin, aber ich habe und war mein Leben lang selbstständig und habe aber vor 10 Jahren als Angestellte gearbeitet, zum ersten Mal in meinem Leben in einem Team und habe eine Chefin gehabt. Und ich habe mich total gewundert, dass ich eine Autoritätsgläubigkeit habe, die ich nie bei mir erwartet hätte. Und gut, habe ich entdeckt, gut, habe ich gelernt, mit umzugehen oder auch nicht. Ich habe mich nämlich, bis heute frage ich mich, warum ist es mir nicht gelungen, diese Chefin, die ziemlich viel Übel auch verbreitet hat in unserem Laden, zu kritisieren? Warum war ich nicht fähig, zu hinterfragen? Ich war nicht fähig und ich weiß nicht, ob ich es heute wäre. Und vielleicht geht es ganz vielen so, dass man mit so einem leider inneren, irgendwie, ich bin ja auch, gehe auf die 70 zu, alten Autoritätsglauben, vielleicht ist er weiter verbreitet und vielleicht auch in den Jungen irgendwie auf irgendeine Weise verbreitet, da kenne ich mich zu wenig aus, aber dass man eben nicht fähig ist, zu reagieren auf blöde, rassistische oder Menschen nicht wirklich ernst nehmende Aktionen. Ich wünschte mir, man könnte da einfach mehr drüber reden und beobachte zu wenig, dass darüber geredet wird, sondern es wird mehr, mit dem rede ich nicht, reagiert. Also man spricht zu wenig darüber. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen konnte. Vielen Dank, ja. Wir nehmen gleich noch eine zweite Meldung dazu, hier vorne in der Mitte. Und genau, dann erst Sie und dann Sie kommen gleich. Ja, vielen Dank. Geht jetzt irgendwie in eine andere Richtung. Ganz herzlichen Dank, fand ich sehr spannend, kann auch vieles von dem, was Sie sagen, so analytisch teilen. Mir geht es trotzdem so ein bisschen, ich werde pessimistisch, also es waren vor 4 Wochen, gab es hier die Römerberg-Gespräche mit einem ähnlichen Thema, alles gute Analysen. Was mir irgendwie immer wieder fehlt und ich vermute auch, dass Sie nicht gleich sagen, ich habe die Lösung dafür, wie kommen wir aus dieser Situation raus? Wir bemerken ja, also auch die Wahlen hier in Hessen und in Bayern haben gezeigt, AfD ist kein ostdeutsches Problem mehr. Und wenn man so vermutet, dass ja viele Leute, die populistisch anfällig sind, ja eigentlich so nach Wahrheiten suchen, die ihnen angeboten werden, Sie haben es gut beschrieben, eigentlich du bist okay, die Globalisierung ist schlecht, aber wir sorgen dafür, dass es dir gut geht, wir machen die Welt wieder einfach. Und um das nachzutragen, ist ja nicht nur AfD, es gibt ja auch prominente Politiker im Süden des Landes, die ähnliche Positionen vertreten. So. Jetzt so die Frage an die Wissenschaft, an Sie, was können wir denn eigentlich in der politischen und der sozialen, gesellschaftlichen Perspektive tun, dass wir sozusagen dieses Autoritätsgläubige, und Sie haben es ja auch eben schön aus dem privaten Bereich so geschrieben, dass das weniger wird. Weil ich habe das Gefühl, es wird überall mehr. Wir brauchen ja nur nach links und nach rechts in Europa zu gucken. Wir sind ja nicht allein und andere Länder haben es auch. Danke. Möchte jemand schon? Ja. Bitte. Ich halte die Augen weiter offen für Meldungen und Sie sind schon der Erste.
Ich kann gleich vorweg sagen, dass ich keine Antwort auf Ihre Frage habe. Nicht, weil ich so schnell... Genau, auf alle Fälle auf der Suche. Ich denke, was ich glaube ich an der Stelle gerne auch noch gesagt hätte, und das ist vielleicht keine Antwort, aber es ist nochmals ein anderes Bild, das hier aufgemacht wird. Ich denke, wir haben jetzt ganz viel über die Krisen gesprochen, wie Sie das auch genannt haben. Ich denke aber auch, so in Bezug auf das, was sonst noch möglich ist, ist es auch wichtig, darauf zu verweisen, welche Proteste es eigentlich auch gibt und welche sozialen Bewegungen es gibt. Also, wenn wir so ein bisschen sozusagen innerhalb des globalen Nordens uns links und rechts umsehen, ganz viele Proteste, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Ich würde auch sagen, der feministische Streik, Bewegungen, Care-Bewegungen, also Streiks sozusagen auch im Pflegebereich, da gehen Menschen auf die Straße und fordern sozusagen auch nochmals als demokratisches Moment auch Rechte ein, klarerweise auch ganz prominent in den letzten Jahren die Klimabewegungen. Also ich glaube, das ist wichtig, das auch sozusagen deutlich zu machen. Also da gibt es sozusagen auch Gegenbewegungen. Oder eine andere Sache, wo ich auch so denke, dass jetzt so ein bisschen zu kurz gekommen ist, haben wir ganz lange die Frage auch so gestellt, wie steht es eigentlich um diese Idee der Demokratie? Ist es überhaupt noch etwas Wünschenswertes oder wo sind sozusagen diese Orte der Demokratie? Wenn allerdings der Blick auf Proteste außerhalb des globalen Nordens, innerhalb des globalen Nordens, aber auch darüber hinaus, wenn darauf der Blick zum Beispiel auf Argentinien, auch auf die Bewegung von Ni Una Menos und alle anderen Bewegungen, die damit einhergegangen sind, wenn auf die Bewegungen im Iran geblickt wird. Es gibt sehr viele Menschen oder Protestbewegungen auch gegen Putin. Es gibt sehr viele Menschen, die ihr Leben und das Leben von anderen Menschen, ihrer Mitmenschen beziehungsweise derer, für die sie Sorge tragen, aufs Spiel setzen, gerade um sozusagen auch nochmals Gleichheit und Demokratie einzufordern. Und ich glaube, das ist jetzt nicht eine Antwort auf Ihre Frage, aber mir ist es in dem Zusammenhang auch nochmals wichtig, darauf zu verweisen, es gibt Bewegungen und vielleicht ist es zumindest ein wichtiger Schritt, auch diese Bewegungen viel, viel stärker auch in der Öffentlichkeit, in der Aufmerksamkeit viel breiter zu machen. Und ich denke, was in vielen dieser Bewegungen auch auftritt, ist nicht das eine Ziel, wie so eine Demokratie aussehen könnte, sondern Demokratie eben auch als gelebte Praxis. Und das ist, wie du auch gesagt hast, eine super schwierige Praxis. Also das nochmal deutlich zu machen. Ich würde gerne was sagen zu beiden Wortmeldungen. Zu der ersten möchte ich erinnern an das Gespräch von Caroline Amlinger mit Wilhelm Heidmeier vor einigen Monaten. Da wurde Herr Heidmeier auch am Ende gefragt, der wirklich wunderschöne Bücher geschrieben hat über die autoritäre Versuchung und wirklich ein Kämpfer ist, vorbildlich. Dann wurde er, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann hat er gesagt, er hätte 5 Punkte und ich sage nur den ersten, weil an die anderen kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, weil das war einmal. Der erste Punkt spricht genau das Problem an, was Sie bezeichnet haben mit passivem Autoritarismus. Er hat gesagt, es ist wirklich wichtig und das ist die schwierigste Aufgabe, wenn wir wirklich glauben, dass wir für Demokratie eintreten, dann brauchen wir vielleicht keine Utopie, sondern wir sollten vielleicht das verteidigen, was wir haben. Er sagte, wenn wir, und das Schwierigste ist, im Freundeskreis, im Tennisclub oder im sonstigen Sportclub, immer, wenn sozusagen rassistische, antifeministische, sonstige Äußerungen oder auch antisemitische Äußerungen kommen, da sozusagen gegen anzutreten und nicht zu sagen, ich bin eigentlich völlig K.O. jetzt vom Tennis, also ich sage jetzt mal nichts. Also das ist wirklich, und er hat gesagt, das ist im Grunde, wenn wir das nicht machen, dann kann auch nicht etwas passieren, was mal beschrieben wurde von guten Theorien, dass man sagt, Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, sondern auch eine Lebensform. Und ich glaube, der Pessimismus könnte daher rühren, dass viele an diese Lebensform nicht mehr glauben oder dass diese Lebensform also nicht mehr sichtbar ist. Und zum zweiten Punkt, was können wir tun auch wieder? Ich würde als schnelle Antwort mal sagen, auf keinen Fall fordern, die AfD zu verbieten, auch wenn sie widerlich ist und wir sie loswerden möchten. Ich kann das auch gut begründen, wenn Sie das wünschen, aber ich sage zunächst nur, das ist keine Lösung des Problems. Wenn wir also die Geschichte der Parteiverbote in unserem Land vor Augen haben, dann wissen wir, das kann es nicht sein, abgesehen davon, dass es absehbar ist, dass das Verbot scheitern würde. Gibt es
zwei weitere Meldungen, einmal hier und dann dort. Bitte. Ich heiße Ernst Reichenbach. Demokratie ist ja in sehr vielen Ausprägungen eine ziemlich neue Errungenschaft. Wenn ich mir so überlege, wie die Menschen seit, 6000 Jahren ihre Macht und ihre Struktur in der Gesellschaft organisieren. Und wenn man sich das so vorstellt, dass einer der Grundgedanken, jedenfalls habe ich mir das so hingelegt, der Demokratie die ist, dass es zu besseren Resultaten führt in der Politik, wenn man sich eben streitet und auseinandersetzt und Gegensätze und so weiter nach bestimmten Regeln friedlich austrägt. Und dann dauert das halt, das hatten Sie ja schon erwähnt. Und das kann ja zum Überdruss führen bei manchen Leuten. Und der Autoritarismus ist doch sozusagen in der Conditio Humana viel offensichtlicher. In der Steinzeit hat immer irgendwann wahrscheinlich ein Mann die Horde angeführt und so weiter und so weiter. Weiß ich jetzt nicht, aber ich möchte das nur mal gegenüberstellen. Und die Frage ist, natürlich haben wir alle irgendwo auch eine autoritäre Ader, die ist mehr oder weniger unzivilisiert und in der Demokratie, wie wir sie uns wünschen, ist sie eben relativ gut zivilisiert. Und diese Spannung hin und her, das fällt einem ja auch auf, es gibt heute den komischen Sprachgebrauch, dass man ständig erwartet, aus dem man schließen könnte, zum Beispiel wird immerzu gesagt, es braucht, neuerdings braucht das große S irgendwas. Und das heißt nicht, wir brauchen oder wir wollen oder wir möchten, sondern es wird immerzu gesagt, es. Das führt bei mir zu einer Schlussfolgerung, die vielleicht falsch ist, aber da würde ich gerne mal einen Kommentar hören. Man erwartet, dass irgendjemand anders was macht. Also eine Autorität vorzugsweise. Also das ist jetzt diese Ambivalenz, das würde ich gerne mal beantwortet haben. Sind wir nicht alle ein bisschen autoritär, mehr oder weniger, und wünschen uns ein bequemes Leben, das ein anderer für uns herrichtet und nicht eine demokratische Ader automatisch da ist, wenn man den Verstand nicht einschaltet? Ganz kleine Nebenbemerkung für Herrn Freudenberg. Autoritäre sind völlig humorlos. Das wäre die fünfte Kategorie. Humor von Autoritären ist Hohn und Spott. Danke. Dann nehmen wir gleich noch die zweite. Ich würde gerne noch mal auf die Verunsicherung der Mitte zurückkommen und verstehe eigentlich nicht, weil auch wenn die AfD wählen, also ganz rechts wählen, dann wissen sie auch nicht, was auf sie zukommt. Und ich kenne das aus Kreisparlamenten und anderen Parlamenten, als die NPD drin war. Die haben gar nichts auf die Reihe gekriegt. Und auch die AfD ist auch an Sachzwänge gebunden. Also ich verstehe diese Verunsicherung und dann die Hinwendung zur AfD nicht so konkret. Vielen Dank. Möchte jemand? Also vielleicht kann ich noch einmal sozusagen noch mal auf die Einführung am Anfang noch mal verweisen, dass ja auch tatsächlich die Frage im Raum steht, was eigentlich verteidigt wird, wenn es um diese Situation der Bedrohung oder des Umkämpftseins geht. Also vielleicht können wir das an der Stelle auch noch mal aufgreifen. Caroline. Ja, sind wir nicht alle ein bisschen autoritär? Ich hoffe nicht. Ich glaube, wir hoffen das alle nicht, denn wir sind ja als menschliche Wesen auch veränderliche Wesen und wie gesagt, wir sind ja hier in Frankfurt, in dem Geiste der kritischen Theorie kann man ja auch sagen, dass Autoritarismus eben ein gesellschaftliches Produkt ist und interessanterweise ein Produkt von modernen, zivilisierten Gesellschaften, eine unmittelbare Nebenfolge dessen. Ne? Also dass eben gerade immer mehr Freiräume auch neue Zwänge produzieren, neue Ohnmachtserfahrungen und damit dann eben auch
autoritäre Pathologien hervorbringen. Und da kann man dann eben auch nochmal über Alternativen nachdenken. Ne? Und an die vorherigen Fragen anknüpfen, wie kommen wir da raus? Dass man dann eben nochmal fragt, okay, wir müssen eben wieder anfangen, in gesellschaftlichen Alternativen zu denken und die Welt, wie sie ist, nicht als solche affirmieren und eine Demokratisierung der Demokratie eben auch wagen, gerade weil es den gewachsenen Partizipationsansprüchen der Menschen ja auch näher kommen würde und weil damit eben auch die Entfremdung von der politischen Ordnung abnehmen könnte. Jetzt das mal eben auf einer ganz utopischen, grundlegenden Basis, wie man da rauskommen kann, ne? Ganz unabhängig davon, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Beobachtung, die Sie ganz zu Anfang angestellt haben, ne? Dass man nicht miteinander spricht und dass gerade auch die Sprachverweigerung nochmal dazu führt, dass sich die Menschen selbst verhärten, selbst radikalisieren, ne, weil sie sofort dann in die rechte Ecke geschoben werden. Das hat man ja sehr schön bei den Querdenken-Protesten auch gesehen. Da war ja dann nach der medialen Berichterstattung, dass eben auch Rechtsextreme dann auf den Demonstrationen mitlaufen, wurde dann der Slogan propagiert, wir sind eins, wir lassen uns nicht teilen. Also da kam es eher auch nochmal zu einer Radikalisierung dann aus der Mitte der Bewegung. Ich wollte ganz kurz aufgreifen, die autoritäre Ader, das erinnert mich an die Frage, was ist der Mensch? Die Frage hat mich immer überfordert, weil ich mit mir und meinem Umfeld genug zu tun hatte. Und ich glaube, keiner kann eine vernünftige Antwort darauf geben. Das wissen wir doch von den positiven und negativen Anthropologien. Das eine sind Utopien, das andere sind Dystopien. Ich glaube nicht, dass es weiterführt. Ein anderes Stichwort, was Sie gegeben haben, das führt weiter. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, den Humor nicht zu verlieren, weil ich denke mir, ein Grund für den Pessimismus ist, dass die Betroffenen, und das scheinen offensichtlich viele zu sein, also Bender stützt sich auf empirische Studien, es scheinen viele zu sein, die im Grunde mit der Welt oder mit der Politik nicht klarkommen, wenn man das mal so pauschal sagen darf, weil sie sozusagen einfach nicht mehr sehen, ja, wo soll das denn hingehen? Und das kann einem ja auch mal so gehen. Und dann hilft, glaube ich, Humor. Das macht immer noch nicht aus Demokratie eine Lebensform, aber zumindest verhindert es jenen Pessimismus, der einen dann in die Arme von autoritären Bewegungen treibt. Ja, weil Humor eben auch einen Moment von Selbstreflexion enthält. Ne? Also ein Nachdenken über sich, ein sich selbst nicht so ernst nehmen, aus der Situation heraustreten. Ja. Humor, auch das eine Frankfurter Perspektive, ist ja auch sagen, als Kritikerin von Autoritäten natürlich auch in die Demokratiegeschichte eingegangen. Ich nehme Sie gleich dran. Ich wollte nochmal vielleicht einen Punkt aufgreifen, der auch genannt wurde, nämlich dass es ja auch tatsächlich um die Frage der, was sind eigentlich die Schwächen oder die Schwachstellen, ne, der autoritären Angebote. Sie haben es auch, glaube ich, eben mit den Kreisparlamenten genannt. Es gibt einfach auch die Möglichkeit, dass die Politik einfach schlecht ist, wenn sie mal am Zuge ist. Also dass es sich an der Stelle leer läuft, dass die Versprechen, die gemacht werden, die so attraktiv sind und sozusagen mobilisierend geradezu, dass die auch in die Leere gehen und insofern, also und auch, ne, im Grunde diese Abhängigkeit von den autoritären Führerfiguren sind auch diversen autoritären Bewegungen sozusagen zum Verhängnis geworden. Also dass die Frage der Reproduktion oder der Kontinuität autoritärer Politik zeigt sich immer genau da, an diesen sozusagen Nachfolgefragen oder den Skandalen oder und so weiter. Aber diese Frage, die würde ich gerne nochmal, und ich nehme sie gleich dran, nochmal zurückspielen. Was ist sozusagen die Antwort auf der Ebene der Affekte, was diese Schwächen angeht? Also gibt es sozusagen, müssen wir unsere, sag ich mal, Autoritätsanfälligkeit einerseits durcharbeiten, aber irgendwie auch sowas wie einen Affekt für die Demokratie oder für die Verfassung entwickeln? Und das betrifft dann auch gleich die zweite Frage auch an dich, Günther, diese, was kann eigentlich das Recht, was kann der Bezug auf die Verfassung, kann der, sag ich mal,
auch in aller Humorlosigkeit manchmal des Rechts, kann der auch was verschieben, sozusagen in dieser Situation, wo wir mit derart vielen sozusagen Versprechen eher konfrontiert sind, ja, wo die Frage der Rechtsreform sozusagen eher die Antwort ist als irgendwelche Gefühle, die dann bedient werden. Bevor ihr antwortet, es gibt eine Frage in der Mitte, in jeder Hinsicht der Mitte des Saales. Perfekt, zuständig, Juristen haben keine. Hallo, hallo. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen der gleiche Punkt, weil ich so mir denke, wenn ich pessimistisch bin oder unzufrieden bin, dann wähle ich ja nicht gleich die AfD. Es gibt ja auch gute Gründe, pessimistisch oder ungeduldig zu sein bei vielen gesellschaftlichen Fragen. Und da will ich dann ja nicht nur mit Humor reagieren, mache ich zwar auch oft, aber ja, das ist so vielleicht ein bisschen das Gleiche, was Sie auch gerade angesprochen hatten. Wir nehmen gleich noch die zweite Meldung. Ja, das geht in die ähnliche Richtung, was ich auch sagen wollte. Also ich denke, wenn die Krise in der Demokratie herrscht, dann muss man sich ja auch fragen, was funktioniert denn eigentlich nicht? Ja, es gibt ja auch gute Gründe, warum Leute sagen, ja, wen soll ich denn überhaupt noch wählen? Ja, warum soll ich die Grünen wählen, wenn die das und das machen, warum soll ich die wählen und so weiter. Also ich sage jetzt einfach nur mal so ein paar Punkte wie Flüchtlingspolitik oder die Frage mit dem Bürgergeld, dass die Leute angeblich alle zu faul sind zu arbeiten und dass man das kürzen muss und so weiter. Ich könnte mindestens noch 20 andere Punkte nennen. Das heißt, die Frage des Autoritarismus ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber auch die, was müsste sich denn ändern, damit Demokratie überzeugt? Und das, also da würde mir schon einiges einfallen und da geht es dann aber auch in die Richtung, was Sie vorhin mal im Nebensatz angeschnitten hatten, nämlich Kapitalismuskritik. Also das eine geht ohne das andere nicht aus meiner Sicht. Ja. Ja, vielen Dank. Ich eröffne jetzt, wenn ich keine Meldung mehr sehe, hier oben die Runde der Schlusskommentare. Eine nehmen wir noch, ja. Genau. Meiner Meinung nach ist Autoritarismus ein gemeingesellschaftliches Problem. Ist es Ihrer Meinung nach auch so? Oder würden Sie vor allen Dingen sagen, durch welches Medium verbreitet dieser Grundgedanke sich heutzutage am meisten? Danke. Ja. Wer möchte loslegen? Brigitte ist für Affekte zuständig. Wir haben hier Juristen, Zuständigkeiten. Juristen haben keine. Alle sind für die Autoritären zuständig, aber in verschiedener Hinsicht. Bitte. Ja, vielen Dank nochmals für alle Fragen und auch für deine Kommentare. Mal sehen, worauf ich tatsächlich auch was sagen kann. Vielleicht möchte ich mit einer Anekdote beginnen. Ich versuche jetzt schon seit 2 Minuten, mir einen Namen in Erinnerung zu rufen, aber er kommt und kommt nicht. Es gab in einer sozialdemokratischen Frauenzeitschrift in Österreich der 1920er und 30er Jahre, das war eine Zeitschrift, die explizit darauf ausgerichtet war, sozialdemokratische Frauen zum Wählen zu bewegen. Da gab es einen schönen Beitrag eines englischen Autors, wenn ich das richtig erinnere, der meinte, Demokratie ist auch etwas, das gefühlt werden muss. Und ich finde es an dieser Stelle ganz gut, um 2 Dinge vielleicht zu sagen. Erster Punkt, den ich gerne sagen würde, ist, ich denke nicht, dass zu viel Gefühle das Problem der Demokratie sind. Es ist immer die Frage, wofür welche Gefühle genutzt werden. Das ist vielleicht so der erste Punkt. Und ich würde eben im Anschluss daran an 2. Stelle eben auch sagen, ich denke, was der Autor damit meinte, ist zu sagen, in der Zeit, das wurde in den 1930er Jahren veröffentlicht, ist in den 20er Jahren geschrieben worden, dieser kurze Beitrag, da ging es insbesondere darum zu sagen, eben Demokratie muss nicht nur attraktiv erscheinen, dass Menschen wählen gehen können, sondern Demokratie als ein Verständnis muss eben auch als Lebensweise sozusagen übergehen. Also das ist das, was damit gemeint ist, wenn Demokratie auch gefühlt werden muss. Insofern würde ich vielleicht ganz kurz als Schlussplädoyer
lediglich darauf hinweisen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eben auch einen positiven Bezug zu Demokratie und auch zu einer Kritik von Demokratie zu haben. Also ich denke, Demokratie würde für mich immer auch bedeuten, dass Demokratie kritisiert werden kann, dass sie sozusagen eine Grundlage, ein Bezug darauf, dass Demokratie sich sozusagen auch ändern muss und dass Demokratie eben etwas ist, das auch gewünscht wird. Also das sozusagen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch ein Sehnsuchtsort bleibt. Ist es ein utopischer Sehnsuchtsort? Weiß ich nicht. Aber insofern würde ich zum Schluss eben tatsächlich auch nochmals darauf eingehen und meinen, Demokratie muss auch affektiv werden. Ich denke, auch in dem Zusammenhang zeigen ganz viele, vor allem queer-feministische Bewegungen, wie Demokratie immer auch eine Lebenspraxis ist, eine Sorgepraxis, die eben auch emotionale Aspekte auch verweist. Und in dem Zusammenhang wird es vielleicht auch bedeuten, dass überhaupt Demokratie mittel- oder langfristig ganz anders gedacht werden muss als die Art und Weise der Demokratie, die gegenwärtig auch bekannt ist. Also festhalten, aber darüber hinausgehen und nochmals anders denken. Das sind ja schon sehr schöne Schlussworte, da kann man kaum was hinzufügen. Wunderbar. Ich kann jetzt auch nicht zu allen Punkten was sagen, möchte aber auch nochmal unterstützen, was eben von Ihnen aus dem Publikum kam, nämlich dass es nicht darum geht, Kritik an Demokratie als solche zu problematisieren, sondern auch zu sagen, das Augenmerk darauf zu legen, woher diese Kritik resultiert. Ne? Und du hast am Anfang hast du schon die Postdemokratie angesprochen. Das kann man vielleicht noch mal ein bisschen differenzierter hinsichtlich der Krise der Repräsentation auch noch mal ausbuchstabieren, dass sich die parlamentarische Demokratie natürlich auch mit der wachsenden Ungleichheit derzeit real dann von dem demokratischen Ideal entfernt und damit auch von den BürgerInnen entfremdet. Und hier muss man dann eben aufpassen, dass diese sich dann nicht verabschieden von der Idee der Demokratie, wohl aber vielleicht von der realen Ausgestaltung. Und wie kann man irgendwie Menschen für die Idee der Demokratie begeistern? Da finde ich eben deinen Punkt ganz stark und ganz toll. Das kann ich nur ergänzen durch eine philosophische Perspektive von einem französischen Philosophen, Miguel Abenzur heißt er, der das Konzept der rebellierenden Demokratie entwickelt, ne? Dass er eben sagt, Demokratie heißt Streit, Demokratie heißt Konflikt und zwar auch gegen den Staat. Und da müsste man, glaube ich, dann auch nochmal ansetzen und eben eine vitale Herrschaftskritik von unten wiederbeleben, die sich eben nicht von dem geteilten politischen Universum verabschiedet, sondern eben die Verhältnisse verändern möchte. Da Advent ist, darf ich eine Wunschliste formulieren am Ende. Ich schließe eigentlich an beides an. Das erste ist, dass man ja nach unserer Diskussion sagen kann, was wir haben derzeit, ob man das jetzt Postdemokratie nennt oder nicht, wir haben eine mitgenommene Demokratie, die ist also offensichtlich, leidet sie auch darunter, dass es relativ viele gibt, die ihr nicht viel zutrauen. Deswegen wäre mein Wunsch, erster, vielleicht kann man es hinkriegen, aber das geht, glaube ich, nicht ohne uns, dass wir eine mitnehmende Demokratie bekommen. Dazu gehört erstens zum Beispiel ein sprechender Kanzler, der also auch sich erklärt. Dazu gehört zweitens so jemand wie Robert Habeck im ersten Jahr. Und ich sage das bewusst, weil ich finde, dass die Kritik an der Regierung, die wie keine andere deutsche Regierung nach 1945 mit Krisen überhäuft worden ist, ich finde, die Kritik hat etwas Widerliches. Und ich bin es auch leid, dass ich dann natürlich, ich erfahre sowas immer bei unserem Altherrentennis, wenn mir gesagt wird, ja, also bei Hart aber fair wäre jetzt also ein Bäcker aufgetreten, dem also 5 Gesellen weggelaufen sind, weil sie jetzt doch viel lieber das Bürgergeld nehmen. Abgesehen davon, dass es Stuss ist. Aber ich finde, das Problem daran ist nicht der Bäcker, sondern die Medien, die daraus was machen. Ein anderes Beispiel, was ich vorgestern gelesen habe, ist, dass also auch breit dargelegt wird,
ein Stadtrat in Troisdorf, eine Stadt, die Ihnen wahrscheinlich zu Recht nicht bekannt ist, der sich dagegen wehrt, dass eine Munitionsfabrik erweitert wird. Deswegen können wir jetzt natürlich die Ukraine nicht mehr richtig unterstützen. Also es sind die Medien, die sich immer an solchen Punkten aufhängen und die eben nicht das machen, was, glaube ich, wir alle drei fordern, dass sie sehr wohl also auch Affekte generieren, aber dass sie auch wirklich mal also eine Kritik an Phänomenen darstellen, über die wir heute Abend geredet haben. Und ich denke, zur mitnehmenden Demokratie gehört eine Sozialpolitik, die alle, auch die wirklich schlecht weggekommenen, mitnimmt. Und da gehört auch dazu, dass eine Regierung, das wäre meine Kritik an der Regierung, nicht die Bevölkerung durch Moralunternehmertum überfordert. Denn ich glaube, dann geht es alles ein bisschen besser. Ich sage nicht, dass das schon sozusagen die Ideallösung wäre. Dankeschön. Ja, wunderbar. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken beim Museum. Ein Moment. Ja. Wurde Ihre Frage beantwortet oder bekam Sie einen Tipp? Die letzte Frage? Ach so. Die allerletzte Frage. Wer nochmal möchte, im Grunde die Frage der Verbreitung und der Medien. Also ein Stück weit wurde sie. Ich glaube, wir müssen an der Stelle einfach mit Blick auf die Zeit das Gespräch in die kleinen Gruppen verschieben. Ich darf mich nochmal ganz herzlich beim Museum bedanken, bei dem Team des Museums, vor allem bei dem Podium, bei der Lust und Bereitschaft, hier zu diskutieren. Passen Sie aufeinander auf und verlieren Sie Ihren Humor nicht. Und ich glaube, bevor Sie klatschen, darf ich noch ganz kurz was sagen? Bin ich zu hören? Ja. Zum einen würde ich gerne auf die weiteren Veranstaltungen des Utopischen Raums hinweisen. Auch wieder eine hier im Historischen Museum. Global Assembly finden Sie hier Informationen. Da wird es auch öffentliche Veranstaltungen geben. Und ein Hinweis, die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und soll online gestellt werden. Wer von den Rednerinnen aus dem Publikum nicht zu sehen und zu hören sein möchte, kann sich gerne an den Kollegen an der Kamera wenden. Ja, auch von mir herzlichen Dank. Jetzt der Applaus. Applaus